Beunruhigt es euch? Ich wünschte, ich wüsste, was das ist. Oder woher ich es habe. Das finden wir heraus. Wichtig ist, dass euer Mal jetzt stabil ist. Ebenso wie die Bresche. Ihr habt uns Zeit verschafft. Und Solus denkt, ein zweiter Versuch könnte vielleicht erfolgreich sein. Vorausgesetzt, das Mal hat mehr Macht. Dasselbe Maß an Macht, mit dem die Bresche geöffnet wurde. Das ist nicht leicht zu erlangen. Ihr habt ganz offensichtlich eine Idee. In der Tat. Darf ich euch Kommandant Cullen vorstellen? Er ist der Befehlshaber der Inquisitionstruppen. Oder was davon übrig ist. Wir haben im Tal viele Soldaten verloren. Und ich fürchte, bis das hier vorbei ist, werden ihnen noch viele folgen. Das ist Lady Josephine Montillier, unsere Botschafterin und erste Diplomatin. Ich habe schon viel von euch gehört. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Und natürlich kennt ihr Schwester Liliana. Meine Position hier umfasst ein gewisses Maß an... Sie ist unsere Meisterspionin. Ja, taktvoll gesagt, Cassandra. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Ich habe angemerkt, dass euer Mal mehr Macht braucht, um die Bresche zu schließen. Was heißt, dass wir die aufständischen Magier um Hilfe bitten müssen? Das sehe ich immer noch anders. Die Templer könnten uns ebenso gut helfen. Wir brauchen Macht, Kommandant. Genug Magie, um dieses Mal... uns vielleicht alle vernichten. Templer könnten die Bresche schwächen damit... Alles nur Spekulation. Ich war ein Templer. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden. Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Die Kirche denkt noch immer, dass ich es war. Das ist längst nicht mehr alles. Einige nennen euch, ein Magier, Herold Andrastes. Das macht der Kirche Angst. Deshalb haben die verbliebenen Klerikerinnen es zur Blasphemie erklärt und uns, die wir euch unterstützen, als Ketzer geächtet. Das verdanken wir zweifellos Kanzler Roderick. Das Ganze schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Magier oder Templer um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Wieso bin ausgerechnet ich der Herold Andrastes? Die Leute haben gesehen, was ihr beim Tempel getan habt. Wie ihr verhindert habt, dass die Bresche noch weiter wächst. Sie haben außerdem von der Frau gehört, die im Riss gesehen wurde, als wir euch fanden. Sie glauben, es sei Andraste gewesen. Selbst wenn wir versucht hätten, diese Vorstellung von euch zu unterbinden... Was wir nicht getan haben. Der Punkt ist, ihr seid in aller Munde. Ganz schlechter Titel, was? Was haltet ihr davon? Darüber denke ich nicht nach. Die Leute warten verzweifelt auf ein Funken Hoffnung. Und für viele seid ihr dieser Funke. Und für andere verkörpert ihr alles, was schiefgegangen ist. Wird die Kirche uns angreifen? Womit denn? Ihre einzigen Waffen sind Worte. Mit denen sie uns dennoch vernichten können. Aber ihr könnt etwas tun. Eine Klerikerin der Kirche namens Mutter Giselle hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Sie ist nicht weit weg und kennt die Beteiligten weitaus besser als ich. Ihre Unterstützung wäre von unschätzbarem Wert. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen hat. Ihr findet Mutter Giselle in den Hinterlanden unweit von Radcliffe. Sie versorgt dort die Verwundeten. Haltet auch nach anderen Möglichkeiten, den Einfluss der Inquisition zu vergrößern, Ausschau, wenn ihr dort seid. Wir brauchen Spione, um unseren Einfluss über dieses Tal hinaus auszuweiten. Und niemand ist besser für ihre Rekrutierung geeignet als ihr. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit weitere Optionen. Ich will nicht alles dem Herold überlassen.
Habt ihr etwas Neues gehört, Liliana? Irgendetwas, wovon wir noch nichts wissen? Nein, nichts. Herold Andrastes, ich habe die Geschichten gehört. Wir alle haben sie gehört. Wir wissen, was ihr bei der Bresche vollbracht habt. Momentan sind in der Gegenwart von Magiern alle ein wenig nervös, aber ihr werdet hier nicht auf Ablehnung stoßen. Das verspreche ich euch. Späherin der Inquisition Harding, zu euren Diensten. Wir alle hier werden tun, was wir können, um euch zu helfen. Harding, hm? Wart ihr je in der Oberstadt von Kirkwall? Nicht, dass ich wüsste. Warum? Nur so ein Gedanke. Was hieltet ihr von Knallharding in der... vergesst es. Ach. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Wir sollten zur Sache kommen. Die Lage ist ziemlich ernst. Wir kamen hierher, um beim alten Stallmeister von Redcliffe Pferde zu beschaffen. Ich bin hier aufgewachsen und die Leute haben immer gesagt, Dennets Pferde wären die stärksten und kräftigsten auf dieser Seite der Frostgipfel. Leider kommen wir aufgrund der täglich zunehmenden Gewalt zwischen den Magiern und Templern nicht zu ihm. Nur der Erbauer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Mutter Giselle hilft den Flüchtlingen und Verwundeten bei der Wegkreuzung. Unseren letzten Berichten zufolge hat der Krieg auch dieses Gebiet erreicht. Corporal Vey und unsere Männer tun, was sie können, um die Leute zu beschützen. Sie werden allerdings nicht mehr lange durchhalten. Ihr solltet jetzt besser gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es gibt neue Berichte. Setzt mich ins Bild. Das könnte nützlich sein.
Seid ja vorsichtig, wohin ihr tretet. Mutter Giselle müsste hier irgendwo sein. Inquisitionstruppen. Sie versuchen, die Flüchtlinge zu beschützen. Sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Was? Wir sind keine Abtrünnigen. Ich fürchte, das interessiert sie nicht, Sucherin. Armseliger Bastard. Wir sind keine Templer. Wir wollen euch nichts Böses. Das scheint sie nicht sonderlich zu interessieren. Haltet euch bereit, da kommen noch mehr. Das war's. Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle. Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andraste sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Was ihr diesen Soldaten gesagt habt. Wir lehren nicht, dass Magie böse ist. Unsere Lehre besagt, dass Stolz böse ist. Und nicht nur Magier verdirbt. Aber ich habe euch nicht hergebeten, um mit euch zu debattieren. Warum bin ich dann hier? Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Was geschehen ist, war schrecklich. Furcht lässt uns verzweifeln.
macht uns aber hoffentlich nicht unvernünftig. Geht zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr kein Dämon seid, den sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ihr wollt, dass ich sie für mich einnehme? Wäre ich der Ansicht, das könnt ihr nicht, würde ich es nicht vorschlagen. Werden sie mir überhaupt zuhören? Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Es ist gut, dass ihr das macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat, aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Diese Leute brauchen etwas zu essen. In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. Ich bin Corporal Vale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben? Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es nicht ausreicht, sie zu nähen oder mit Elfenwurzel zu behandeln. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind, aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. Wenn wir irgendetwas tun, um die Leute vor der Kälte zu schützen? Ich hatte die Inquisition gebeten, uns Decken zu schicken, aber man könnte meinen, ich hätte eine Wagenladung reines Lyrium verlangt. Ein Rekrut namens Whittle versucht, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Solltet ihr Vorschläge haben, findet ihr ihn auf der anderen Seite der Straße. Ihr habt die Sorge geäußert, die Leute könnten verhungern. Ja, viele von ihnen hatten natürlich Lebensmittel bei sich, aber sie dachten auch, sie wären längst wieder zu Hause oder in einer Stadt in Sicherheit. Den Hügel hinauf gibt es einen Jäger, der uns vielleicht weiterhelfen könnte. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stallmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Sehr alter Knochen. Wir
Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Gebt auf euch Acht. Und ihr auf euch. Dies wäre ein guter Ort, um zu lagern. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Seht nur, das dort unten ist der Königsweg. Wer hat hier draußen einen Schädel aufgestellt und zu welchem Zweck? Seht euch das an. All die Macht hat die Abtrünnigen in den Wahnsinn getrieben. Die Templer scheinen keinen Deut besser zu sein. Wir sollten uns wieder auf den Weg machen. Um die Ordnung wiederherzustellen, brauchen wir dieses Bündnis.
kann nicht mit Gewissheit sagen, was das hier ist, aber es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. Vielleicht könnte ja die Inquisition herausfinden, womit wir es hier zu tun haben.
Die Templer haben dort vorne einen Stützpunkt errichtet. Jetzt auf dem Königsweg sicherer sein. Dennoch müssen wir uns noch immer um die Abtrünnigen kümmern. Ein normaler Wolf würde mit einer derartigen Verbissenheit kämpfen. Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen.
Ihre Rüstungen und Fähigkeiten deuten darauf hin, dass da mehr dahinter steckt. Hier könnten wir unser Lager aufschlagen.
Damit bin ich nicht vertraut. Habt ihr geglaubt, das Konklave könne Frieden schaffen, Cassandra? Ich hatte es gehofft. Genau wie wir alle. Die Templer waren in den Krieg gezogen, um die Magier zurück in ihre Zirkel zu zwingen, was die Magier wiederum niemals akzeptiert hätten. Welche Lösung hätte die göttliche Justinia vorgeschlagen, wo doch keine Seite bereit war, sich auf einen Kompromiss einzulassen? Der Krieg war für beide Parteien nicht zu gewinnen. Und allein die Tatsache, dass sie überhaupt anwesend waren, zeigte, dass sie das auch wussten. Oder sie dachten, die andere Seite würde einlenken. Das werden wir wohl nie erfahren. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ihr seid also die Inquisition, hm? Ich habe gehört, ihr versucht wieder für Ordnung zu sorgen. Wird ja auch höchste Zeit, dass jemand was unternimmt. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass es ausgerechnet ein Magier sein würde. Die Magie hat Radcliffe schon mehr als genug Probleme beschert. Mein Name ist Dennett. Ich habe Al-Imen 30 Jahre lang als Stallmeister gedient. Wie ich höre, braucht eure Inquisition Pferde. So ist es. Könnt ihr uns helfen? Im Moment nicht. Ich kann nicht einfach 100 der besten Rösser an ganz Ferelden wie einen Brief verschicken. Jeder Bandit zwischen hier und Haven würde sich auf sie stürzen wie Fliegen auf einen Scheißhaufen. Ihr bekommt eure Pferde, sobald ich weiß, dass sie nicht als Frühstück an einem kalten Wintermorgen enden. Das klingt durchaus annehmbar. Freut mich, das zu hören. Meine Frau Elena leitet die Höfe und Bronn ist für meine Wachen zuständig. Sie werden euch sagen, was sie brauchen. Und bis dahin verdient zumindest ihr etwas Besseres als diesen lahmenden Ackergaul, den sie euch da gegeben haben. Der Fuchs da drüben ist ein reinrassiger ferelischer Vorder. Kümmert euch gut um ihn. Dann wird er sich auch gut um euch kümmern, Inquisition. Schön, euch zu sehen, Inquisition. Ich habe gehört, was mein Mann gesagt hat. Wenn ihr unsere Pferde wollt, müssen unsere Bauern auf den Feldern wieder sicher sein.
Seit die Bresche aufgetaucht ist, spielen die Wölfe hier verrückt. Sie machen Jagd auf unsere Leute wie tollwütige Bestien. Kümmert euch um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Inwiefern verhalten sich diese Wölfe ungewöhnlich? Normale Wölfe reißen Vieh. Nähert man sich ihnen aber mit einer Fackel und einer Klinge, nehmen sie reißaus. Diese Bestien allerdings, sie sind wie die dunkle Brut während der Verderbnis oder die Toten, die sich erhoben hatten, um uns anzugreifen. Sie sind besessen oder so etwas in der Art. Ich habe schon zu viele Leute an sie verloren. Ich werde nicht noch mehr in Gefahr bringen. Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Hättet ihr Lust, euch an einer meiner Strecken zu versuchen? Von welcher Art Rennen sprecht ihr? Ich stecke dort drüben mit Pfählen eine Strecke ab. Sie ist zu schmal, um gegeneinander zu reiten, also nehme ich mit einer Sanduhr die Zeit. Ihr versucht, die Strecke zu meistern, bevor die Zeit um ist. Wir unterhalten uns später.